zwei Spieler einig sind, dass sie sich prügeln wollen. Das gehört zum Sport dazu, finde ich voll und ganz in Ordnung. Wenn aber ein Spieler einen anderen einfach umhaut, ohne irgendwie Vorwarnung oder die Handschuhe hinzuwerfen oder sich irgendwie dazu zu äußern, dann ist das feige. Es ist eine riesengroße Sauerei, was Pascal Weber sich da geleistet hat. Das hat mit Sport nichts zu tun, das ist einfach nur eine riesen Frechheit und dann kann das Spiel natürlich auch ausatmen. Zum Spiel. Ich glaube schon, dass die Mannschaft die erste 15 Minuten gut gestanden hat. Duisburg hat sich schwer getan, um ein Tor zu schießen. Und dann kommt die Entscheidung vom Schiri. Da soll höchstwahrscheinlich etwas passiert sein, aber er hat nichts gesehen, er hat auch nichts angezeigt. Also, was passiert ist in den letzten Minuten, das kann ich als Coach auch nicht akzeptieren, habe ich gerade auch im Kleiderraum gesagt, wenn du so hinterlegst, dann musst du den Kopf nutzen, weil wir haben Dienstag wieder ein Spiel und jetzt fehlen da ein paar und wir haben nicht so viele Spieler. Also ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, so wie Herr Rose sagt.